Block Nummer 244. Kein Fußballgott für frei. Es war nicht immer einfach mit ihm, damals als Journalist, als Alex Frei, der von sich immer als der Frei Alex in der dritten Person sprach, noch Spieler war. Der damals beste Stürmer der Schweiz und bis heute und noch einige Zeit der mit den meisten Toren in der Nationalmannschaft. Er war direkt, unbequem, verbissen, ehrgeizig. Verbissen ehrgeizig, manche sagten krankhaft und auch egoistisch, aber ohne all diese Eigenschaften hätte er auch nie diese Karriere gemacht. Er hat alles erarbeitet. Jetzt habe ich ihn nur noch am Fernsehen gesehen. Er ist nun seit einiger Zeit Trainer und seit diesem Dienstag ein entlassener Trainer. Es ist ein vierter Abschied in einer Funktion beim FC Basel, seinem FC Basel. Einst als Spieler, 2013, als Verwaltungsrat, 2019, als Nachwuchstrainer, 2020 und diesmal wurde er fortgeschickt. Es geht jetzt nicht darum, was die Gründe für die Trennung sind. Einige liegen bei Frei, etliche mehr bei diesem kompliziert gewordenen Club und dem eigenwilligen Präsidenten. Am Ende ist es jedoch ganz einfach. Er war zu wenig erfolgreich. Ein guter Trainer ist der, der gewinnt. Frei gewann zu wenige Spiele. Aber er wird mir und ich denke vielen fehlen. Frei war, wenn er vor einer Fernsehkamera stand und sprach und zwischendurch schwieg und den Kopf leicht nach oben drehte und überlegte, welche Antwort er jetzt geben soll, immer unterhaltsam, weil er Sätze formulierte, die andere nicht so sagen, weil er manchmal, wie früher als Spieler, provozierte, weil er manchmal humorvoll, aber auch belehrend war, verschmitzt lächelte, selbstbewusst war er immer gewesen, auch ehrlich. Aber Frei Alex oder Alex Frei war es als Spieler und ist es als Trainer eine starke Persönlichkeit. Er fehlt, hoffentlich nur vorläufig, vielleicht weil er ungeduldig war, nicht gleich den großen Schritt zu seinem FCB hätte machen sollen, sondern beim FC in Winterthur bleiben müssen, wo er ein guter Trainer war, weil er die Spiele meistens gewann. Nachdem er mit den Winterthur in die Super League aufgestiegen war, sagte er auf die Frage, ob es für ihn eine Genugtuung sei. Erstens gibt es einen Fußballgott und zu 95% ist der Fußball gerecht. 5% sind dort, wo er nicht gerecht ist. 8 Monate später ist er ein entlassener Trainer. Weil der Fußball zu 95% gerecht oder zu 5% nicht gerecht ist? Und was jetzt? Einmal hatte Frei der NZZ auf die Frage, ob er Träume habe, gesagt, ja, er habe einen. Er befasse sich gern mit Käse, schwärmte von Petit Basque, einem Schafskäse, und er möge den Epoisse, möglichst flüssig und stinkig.
Warum nicht einen kleinen Käseladen, um zu überleben, um Struktur zu haben für die Freude, sagte er. So ab 60 könnte er sich vorstellen, Käse zu sein. Und ein andermal sagte frei, Trainer könne man bis 80 sein. Käser ab 60, Trainer bis 80, frei ist jetzt 47. Er hat noch viel Zeit für vieles.